So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading TV hier auf dem JFT Desktop. Das ist jetzt hier eine Aufzeichnung, es ist 18.30 Uhr. Die Märkte konsolidieren bzw. sind womöglich in einer Abwärtsbewegung. Diese konnte man anhand des DAXes recht gut einfangen bzw. der DAX lief eigentlich recht sauber hier an den Abwärtstrend hin. Dort prallte er dann bärisch ab. Klar, bis zu dem Zeitpunkt, als der Kurs da oben stand, war es noch nicht klar, wohin der Weg führt. Allerdings dann habe ich heute Morgen, heute Vormittag, extra nochmal drei Charts angefertigt, ja, mit Richtungspfeilen. Zunächst war erstmal dieser Chart auch im 4 Stunden. In der 4-Stunden-Periode ersichtlich, dass schon gestern hier der Aufwärtstrend gebrochen worden ist. Davon abgeleitet hätte ich jetzt eben gesagt, im 4-Stunden-Chart, solange oder falls es einen Kurs über 10.370 vonstatten geht, wäre nochmal ein Rücklauf bis 10.420 denkbar und dann Abfall Richtung 10.000. 130. Der Anstieg kam nicht, der Abfall dagegen schon oder der Rückgang. Was jetzt hier im, das war hier eigentlich der 1-Stunden-Chart, eher konkretisiert war, nur ein Anlauf Richtung 10.350, 60 Punkten und dann hier das Kursziel war hier das gleiche. Das jetzt hier im Prinzip die Indikation, was keine 24-Stunden-Indikation ist, sondern was auf dem Futuring basiert von 8 bis 22 Uhr. Das Hoch markierte er bei 10.340 und fiel dann eben stärker ab. Diese Wegstrecke, auch wenn man jetzt hier auf Schlusskursbasis eingestiegen ist, also erst zu dem Zeitpunkt konnte man noch 80, 90 Punkte mitnehmen. Klar, das Risiko war dann eigentlich zu dem Zeitpunkt auch schon 60, 70 Punkte, denn über diese ehemalige Unterstützungsband bzw. jetzt Widerstandsband hätte der Kurs nicht mehr fallen dürfen. Also ein R war so möglich, wer hier antizyklisch eingestiegen ist, waren deutlich 2 R oder mehr möglich. Deswegen analysetechnisch war der Anstieg und auch die Korrekturbewegung so handelbar. Im Xetra DAX hatte ich dann direkt die Marke hier genannt. Auch eher auf Schlusskursbasis, was man aber auch direkt jetzt im Nachhinein auch sieht, auch direkt handelbar gewesen wäre. Auch hier wäre dann ein Einstieg etwa hier bei 10.230 Punkten dann erfolgt. Und hier wäre noch ein Kursziel offen. Allerdings schrieb ich dann auf dem Desktop hier, ja, die Zielzone ist erreicht. Das ist eigentlich ganz klar, man sollte hier spätestens Teilgewinne mitnehmen. Dann kommen wir noch schnell zu den anderen Setups. Da habe ich ja hier eins im kurzfristigen Fenster gebastelt, australische Dollar, neuseeländische Dollar. Ist hier noch nicht ganz in die Kaufzone eingedrungen, die lag bei rund 1,05. Schauen wir hier her, 1,05. Die Abwärtsbewegung oder die Korrekturbewegung hatte er dann vollzogen, allerdings nicht tief genug. Also hier, wer sich für das Paar interessiert, engmaschig weiterhin untersuchen und ab einem neuen Hoch hier bzw. Kerzen über den Vorgänger hoch dürfte hier eine zweite Aufwärtsbewegung anschließen oder es kann hier der antizyklische Einstieg, wie erwähnt, noch gesucht werden. Das prozyklische Setup war von gestern, das war Pfund gegen US-Dollar,
kann man auch noch mal kurz begutachten. Hier ist, lief es eben ab gestern Vormittag, war die Kaufmarke abgesteckt. Ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, ab wann ich die Analyse veröffentlicht habe, aber die dürfte ja ab 11 Uhr hier ja den Dreh rum veröffentlicht worden sein. Die Stoppmarke lag hier unten, wurde nicht verletzt. Der DAX konnte sich, nicht der DAX, der, das Währungspaar konnte sich hier oben halten und konnte dann hier mit der 15 bzw. eben 16 Uhr auch 4 auf 4 Stunden Basis, war also die absolut gleiche Kerze, hier das Kaufsignal generieren. Und wie kurz auch schon im Chat erwähnt, man sollte hier den Stopp schon nachziehen auf das Ausbruchstief. Also da ein Rückfall wäre schon nicht mehr so bullisch. Des Weiteren könnte man noch kurz den DAX, den Nasdaq, ich bin schon ganz im DAX-Fieber, weil auch der DAX jeder sehen will und jeder will, dass man den analysiert. Nasdaq ist hier jetzt im Tageschart, trifft auf die Oberkante bei der Indikation. Die Kerze würde ja nicht negiert, allerdings das dürfte jetzt hier aber noch nicht kein eindeutiges Verkaufssignal sein. Ein Rücklauf, der sich vielleicht nochmal auf 4740 hochbewegt, wäre eher nochmal für Short-Einstiege denkbar. Bei den ganzen Sub-Indizes, hier ist zum Beispiel der Dow Jones Chemical Index, schon an einer Unterstützung angelangt. Der Technologie-Index, der Dow Jones, hat hier exakt erstmal noch ein kleineres Hoch gemacht und ist jetzt in der Abwärtsphase. Das wurde jetzt beides so gesehen. Der Biotechnologie-Index hat etwas ein höheres Hoch hingelegt als gedacht. Aber auch hier fällt jetzt sofort, kommen größere Gewinnmitnahmen zustande. Das sollte er hier im präferierten Setups fallen. Das Öl und Gas hat jetzt hier auch der Prognose 2 Prognosepfeil zwar gefehlt, aber hier war ich bullish. Nach der gestrigen Kerze natürlich nicht mehr. Hier hält sich es jetzt in etwa in Waage. Bleibt die Kerze so, könnte man morgen mit einem Tief auf das gestrige Tagestief bei dem Index, wenn es dann ein Produkt geben sollte, auf Long spekulieren. Dann kann man auch gleichzeitig Brent und WTI wieder ins Boot holen. Die anderen Indizes, Hardware-Index, lief ein bisschen höher. Jetzt die Abwärtsbewegung, also vieles, wie gesagt, außer der Transportindex, da war ich eigentlich bullish. Sah einfach schön aus, dass sich das hier auf definitiv über dem Rainbow sich halten kann und nochmal ein Hoch generiert. Das war falsch, die Annahme, aber sonst vieles richtig. Auch hier der Bankensektor war nur eine Variante da und die zeigte nach unten. Also natürlich sind die Indizes schwierig, sowieso auch die Vielzahl. Ich habe sie einfach jetzt rausgenommen, um ein Bild zu kreieren. Und so schlecht war das dann, die Annahme am Wochenende nicht, dass hier womöglich schon kurzfristig ein Top ausgebildet wird. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann morgen wieder.